So, liebe Leute, ein herzliches Willkommen und hallo zu einem weiteren Part Let's Play Dragon Quest 11. Ich bin Samus Morphix. Und beim letzten Mal haben wir hier es geschafft, vor der Regierung hier und den Wachen zu fliehen. Wir sind das heute da rausgekommen, um nun wieder zurückzukehren. Eric und wir sind nun Partner, Bros. Ach, ich kann einfach da allein gehen. Ich dachte, ich muss da hinten jetzt irgendwo langklettern. Naja. Und wir sind jetzt hier nach Helida zurückgekommen. Bevor wir nämlich nach Giesling reisen wollen, um zu schauen, wie es unseren Freunden geht, müssen wir jetzt erstmal nach einer rothaarigen Frau suchen. Get out of here. Go on. Okay, da ist sie schon, unsere werte Dame. Aber ehrlich gesagt, viel lieber hätte ich mich nach der anderen umgeschaut, nach der Blonden da. So, hallo mein Lieber, bist du ja lang? Tut mir leid, aber im Moment geht das leider nicht. Irgendjemand hat nämlich wieder fast die Hälfte der Polen abgezogen. Letzten Endes wird jemand die Brücke reparieren, aber das kann ein Weilchen dauern, fürchte ich. Na gut, dann jump mal runter, schade, geht nicht. Wupp, doch, da geht's. So, dann verfolgen wir sie. Can't find Ruby anywhere. How about you? Any luck? You saw her heading back to the inn? Great! Let's head over there and find out what she knows. So ist es, Erik. Hätte es gar nicht weggehen müssen. So, soll ich nochmal die Blonde holen, dann können wir da reingehen. Ich weiß gar nicht, wo es da lang geht, aber ich will da hin. So. Wer bist denn du? Oh, eine Priesterin, oder? Ich kann euch sagen, das Leben als Nachwuchsmagierin ist nicht leicht. Ich meine, wie soll ich denn Zauber wirken, wenn mir ständig der Magen knurrt? Gäbe es doch nur einen Spruch, mit dem man frisch gebackenen Leib Roter dabei zaubern könnte. Tja, den lernt man erst auf Stufe 3 der Magie. So, Kaminas, Jawus. Well, if it isn't my favorite landlady. Welcome to our rumble. Strike a light! If it ain't me favorite little tea leaf! Last I heard, they'd locked you up and thrown away the key! Hang about. You've gone and escaped, ain't ya? You and your friend here are the fugitives everyone's talking about! Well, I know not to stick me big nose in where it ain't wanted. You always did like to sail close to the wind. Don't worry, I won't be here long. I just need to know where Dirk is. Have you seen him? Dirk, eh? Now there's a name I ain't heard in a while. Didn't he open some fancy shop up by the castle? Yeah, that was it. Raking in the cashiers, or so they say. That can't be right. The rent up there is crazy. Where would he find the money? Wait a second. He sold it, didn't he? The rat sold the damned orb. Look. In this part of town, you don't go asking too many questions. You know that. If you want more, you'll have to get it from the horse's mouth. You're right. Thanks, Ruby. I appreciate it. We'll get out of your hair. That
No good traitor. I bet he sold me out and sold the orb. And all so he could move up in the world. Well, I'll get what I'm owed. You'll see. But we'll need to get past that sentry if we're gonna head uptown and find him. Wait, isn't he... Yeah. I remember hearing that one of the guards is terrified of dogs. I think it was him. Maybe we can borrow one of somebody. Du verkleidest dich ja so und tust ihn einfach wegbrüllen hier. So, oh, da schauen wir noch. Haben wir noch ein kleines Mädchen. Gut gemacht, Brutus. Dieser Feigling von einem Wachmann hat sich fast in die Hosen gemacht, als er dich gesehen hat. Hä? Was glotzt du denn so? Zieh Leine! Du willst was? Dir meinen Hund ausborgen? Du bist nicht der Witzbold, was? Ich hab keine Zeit für Blödsinn. Mach ne Fliege, ja? Brutus, hier ist ein Einzelgänger, so wie ich. Er kann Fremde nicht besonders gut leiden. Ah, aber weißt du was? Ein bisschen Weihwasser und ein, zwei Brombeeren stimmen ihn vielleicht um. Was gaffst du mich denn so an? Ist ja nicht so, als wäre das viel verlangt. Oder? Geh zum Brunnen, rüttel daran und sammel ein paar Beeren. Ist doch nichts dabei. Geh raus aus der Stadt. Den Laufgang entlang. Weiter geradeaus. Und da steht ein großer Brunnen mit witzig aussehenden Beeren. Bingo. Und zum Weihwasser angeht, das sollte kein Problem sein. Du kannst welches im Laden kaufen. Denk dran. Nicht Weihwasser oder Brunnen. Ich will beides. Oder wir kommen nicht ins Geschäft. Alter, was ist das für ein Vibe? Macht er mir Angst. So, aus der Stadt muss ich rausgehen. Okay, ein Brunnen. Ah, super. Diese kleine Mistfliege hier. Was ist das hier, Mann? Übrigens, die Sonne geht gerade runter. Schön dieser aromatische Tag-Nacht-Wechsel. So. Schauen wir mal, wenn wir hier was finden. Habe ich schon richtig verstanden, dass wir da rausgehen müssen. So. Nicht, dass sie am Ausgang ist. So. Eine Unterkunft. Ich brauche doch keine Unterkunft. Besonders, was sind das für Unterkunft? Das sind ja zwei Matratzen auf dem Boden. Das sieht nicht so geil aus. So. Dann schauen wir mal, ob wir hier was finden. Oder ob ich mir das hier eingebildet habe, was die mir hier erzählt hat. So, alle hopp. Alle hopp. Alle hopp. Einfach mal. Hä? Ich dachte mir. Da ist schon wieder so Schleim. So, merkwürdiges Viechding. So, warte mal. Plaudern. Das Kamina, die sich umschlossen. Ja. Hätten wir nochmal glatt durchlesen müssen. Sie hat doch gesagt, außerhalb der Stadt ist so ein Brunnen. Habe ich schon richtig verstanden. Meint sie da einfach den Brunnen, da wo wir eben schon hergekommen sind? Könnte natürlich auch sein. Ach, nie. Ah. Okay. Da ist dann also Brunnenbeeren. Und das Viech ist down. Alter, oh, der boxt schon wieder. Ich habe Angst. So. Knuddel. Oh, Alter, dass er mehr Schaden macht. Der macht dann wirklich 5 Punkte mehr. Das ist aktuell schon eine Menge. Ja, genau. Greift da der Eric an. Was interessiert mich, was aus Eric wird, Mann? Der macht mehr Schaden als wir. Das ist traurig. Aber dafür habe ich mir einen Flammenhieb, Mann, an der rockt. So, komm. Nur einen Gegner kann ich noch besiegen. Komm. Komm, spawnt einer nach gleich, oder? Nett? Oh. Aber dann bewegt man sich auch ohne Pferd ganz flott. Einen kleinen Kampf können wir noch machen. So, weil ich muss ja mal wieder Eric zeigen, hey, der Boss ist, man. Weil der hat jetzt das Gefühl, er ist stark. Aber ich zeig dir mal, wie man das macht, Eric. Flamini! So macht man The Friender. Und gleich nochmal. Gegner zittern, wenn sie meinen Namen hören. Oh, Eric ist ein Level aufgestiegen für die Eric sie jetzt. Guck mal. Alter, bekommt man echt immer nur 2 Talentpunkte? Nö, da habe ich ja keinen Bock, Mann. Da könnte ich mir, glaube ich, nicht mal was leisten davon.
Okay, hab meine Beeren. Heilen wir da jetzt. Nee, habe ich nicht. Da muss ich mir das Weihwasser kaufen. Da wollte ich eigentlich eins kaufen, aber da habe ich mich zu schnell rumgeklickt. Ist wurscht, kaufen wir das. Kleines mieses Mehl, aber das ist das Mehl. Hey, hau her oder du kriegst nichts, sonst schicke ich meinen Brutus auf euch. Da muss man gegen Brutus kämpfen, der ist so Level 99 und zerfleischt einen. Ach, wo ist unser Helga? Helga! So ein Kiesling. Auf einmal beginnt sie anfangen zu laufen. Oh. Oh oh. Sind wir in der kriminellen Unterwelt. Und das bei Nacht. Gar nicht so schön. Oh, da ist unsere Freundin. Oh, warte mal. Müssen wir mal betrachten. Die hätten wir auch nehmen können, um den hier wegzunehmen. Oh, ich kann sie nicht anschauen. Ist der Jugendschutz von dem Spiel, oder? Ah. So. Grüß dich, mein Hübscher. Du bist neu hier. Lass mich raten. Du bist aus der Provinz hergekommen, um dir anzusehen. Was meine Wenigkeit drauf hat, stimmt's? Ha, dachte ich mir. An Verehrer mangelt es mir nicht. Selbst drei Kiesauch lieben mich. Einer ganz besonders, aber heute ist er nicht hier. Wie es scheint, spielt wahrscheinlich Verstecken. Er ist ein interessantes Kerlchen. Hat all diese Verstecke in der ganzen Stadt. In denen sitzt er dann und macht lange Ohren. Um den neuesten Klatsch und Tratsch hören, dieser kleine Frechdachs. Ei, ei, ei. So, du warst die Shopkeeperin, genau. Weil was hat. Ne, da habe ich ganz gekauft. Und genau da wollte ich mir noch eins kaufen. So, passt. Jetzt müssen wir noch schauen, ob das Mädel da ist, weil wenn das nicht da ist, dann muss ich jetzt nochmal zurücklaufen und innen gehen. Obwohl, nee, hier ist auch ein. Mir ist aufgefallen, ah doch, sie ist noch da. So hätte ich gedacht, dynamischer Tag- und Nachtwechselbild. Was? Hast du etwa gedacht, ich würde einem Fremden meinen Hund dafür so gehen? Was denn? Der kommt. Das möchte ich im Bummel, das weiß ich erst, gehen wir hier erst. Dann lass mal sehen. Yep, schon aus da zu sein. Mann, du hast die Sachen tatsächlich besorgt. Hier, Brutus. Deine Leibschwäße, Brombeeren, die teilen wir uns, okay? Wuff. Die sind lecker. So, und dann wollen wir mal mit dem Weihwasser hier besprenkeln, okay? Los geht's. Jetzt machen die Monster einen Bogen um dich, wenn du außerhalb der Stadt runterst. Wuff, wuff. Was gibt's denn so gelassen, Brutus und ich sind immer füreinander da. Egal, versprochen ist versprochen. Du kannst ihn für ein Weilchen haben. Pass gut auf ihn auf, ja? Brutus, hör zu, Kumpel. Geh und spiel ein bisschen mit dem netten Mann hier, okay? Brutus, vernichte! Halt! This gate leads to the nice part of town. My job is to protect respectable people from being bothered by rabble and riffraff. In other words, you. No, no, not a dog, anything but that! Worked like a charm. Now to head up to where all the rich folks live and find out what the heck Dirk thinks he's up to. Dirk ist ja viel cooler als Dietrich, gell? Die Amis halt. Dietrich! Wir sind ja im Englischen, wir müssen es immer cool sprechen. Er ist auch nicht Eric, er ist Eric. Und wer ist nicht Maxi, wer ist Maxwell? So, Helidor, ja, wir kennen uns ja schon aus. Das ist ja unser. Ist eh eigentlich gut, dass wir bei Nacht gehen. Vielleicht haben wir einen kleinen Vorteil. Habt ihr gehört, was uns über den Spross der Finsternis erzählt? Anscheinend hatten sie ihn in den Kerker geworfen, aber er konnte sich befreien und ist geflohen. Viel weiß ich nicht über ihn. Nur so viel, dass er einen Groll gegen die Welt hegt und sie deshalb zerstören will. Wenn ihr mich fragt, klingt das ein ziemlich guter Gesell. Ja, gell, und ein König, der einfach ein Dorf vernichten will, nur weil da jemand herkommt, der nichts getan hat und nicht mal weiß, was er überhaupt ist. Das ist natürlich eine viel bessere Person, oder? Das ist alle Kacke. Wo ich nur mal angemerkt habe. So, da ist er in. Da geht's runter. So, ich muss auf die Hauptstraße gehen, da kenne ich mich nämlich wieder aus. Ja, genau, hier bei dem Brunnen. Da oben sind die Musiker gewesen. Und da geht's Richtung Ausgang und da geht's Richtung Schloss. So, aber Richtung Schloss will ich ja nicht.
Ach, das war der. Ja, das war der Depp mit seinen Büchern, der interessiert mich nicht. Hm, wir müssen uns mal ein bisschen umhören, weil... Ja, in der Nähe vom Schloss haben sie gesagt, wird das sein, aber wo genau, wissen wir natürlich nicht. Ja genau, das ist den, mit dem haben wir geredet, der mit seinem Training. So ganz richtig hat mir da jetzt niemand geholfen. Ja genau, also die Wachen machen wir nicht. Tja, okay, dann Stealth Monster irgendwie hoch. Die goldene Frage ist halt schon wieder wie. Schauen wir mal, dann geht das schon, oder? Kann ich aufs Dach hüpfen? Yeah, it's sehr screed. Ah, Meuchelmord. So, und so sind wir wieder da, wo wir begonnen haben. Ja, da geht's in die Unterstadt. Ach, da wird ja sogar markiert, der Laden von Dietrich. Die Frage ist aber, wie wir in die verdammte Oberstadt kommen. Irgendwas war... Hier, was ist das zu sagen? Meine Amelia sitzt auf dem Dach fest, sie kommt nicht mehr runter. Hilf mir, meine Amelia sitzt auf dem Dach. Ja, okay. Okay, Amelia ist missliche Lage, das sollte man schaffen. Auf welchem Dach? Auf dem Dach, oder? Muss man schon wieder hochkommen. Warte mal, da gibt es eine Treppe. Genau, kommen wir schon hoch. So, genau. Oh. Zirkeboom! Oh, Eric, komm, zerstör auch ein paar Sachen, das macht Spaß. Na, ich. Hä? Wie ich da hochkommen soll? Keine Ahnung. Ah, da gibt's schon wieder einen Gang. Ah, da müsst ihr ja irgendwie auf die Stadtmauer. Oder? Nö, das ist mir zu schwer. Oh? Nett. Bringen wir aber auch nicht weiter. Nö, so wird es nichts. Hast du mir anders überlegt. Kack auf die Katze. Kann mir niemand sagen, wie man hier irgendwie in die Oberstadt kommt. Genau, da ist die Band wieder. Schauen wir mal, wo es hier lang geht. Wir haben uns ja hier noch gar nicht umgeschaut. Aber hier ist auch niemand. Voll tote Hose. Hallo? Klopfen wir einfach mal an. Irgendwelche random Türen an. Okay. Hast du was Wichtiges zu sagen? Nee, der sagt wieder, ey, der hat mich betrunken. Die sind an der Stadt finden. Vergiss ja bloß nicht auf vorne sehen. Dieses Spiel gibt tolle Hilfen, wollte ich mal angemerkt haben. Du sagst auch nichts Interessantes. Einfach gruselig. Das hilft uns alles nicht. Wir brauchen einen verdammten Weg ins Schloss, aber keine Ahnung wie. Ich einfach mal ein oder stört keinen. Ist er da also verreisen? Wie? Nun, ich weiß ja nicht, wo ihr her seid, aber hier ist es nicht üblich, in die Häuser anderer zu platzen, ohne auch guten Tag zu sagen. Guten Tag! So, und jetzt mache ich ein paar Sachen kaputt bei dir. Bäm! Leute, das ist mein Lieblings-Gameplay-Feature. Definitiv. Aber random Sachen kaputt zu machen. Ich habe keine Ahnung, wie wir da hochkommen sollen. Es war ein besonderer Anblick, wie Ritter Euklas mit seinem Soldaten vorbeigeritten ist. Er ist einfach so schneidig. Kann es kaum erwarten, dass er diese grässlichen Gesetzlassen einfach... Nee, das interessiert mich auch nicht. Wir sind jetzt... Wenn die ganzen Soldaten losschicken, um zwei Ausbrüche aufzuspüren, muss man wohl ein ganzes... Das hilft mir auch nicht. Ich hätte gedacht in der Nacht, dass da weniger los ist, aber... Auch nicht. Ja gut, dann habe ich noch eine Hoffnung, und zwar, dass wir doch irgendwie über die Dächer reinkommen. Das wäre so mein einziger Wunschtraum. Oder? Wenn ihr den nächsten Tag warten wollt, dann Inja. Ihr seht, das Spiel hat schon immer so Hüpfpassagen, dass man da hochhüpfen kann. Aber dann nicht so richtig sinnvoll, weil hier geht es jetzt immer weiter. Ich lande irgendwie immer wieder beim Eingang in Unterstadt, aber ich habe echt keine Ahnung, wie ich weiterkommen soll. Muss ich jetzt echt hier die Side-Aufgaben machen, um denen hier zu helfen, oder wie? Finde ich ja gar nicht schön. Also, meine einzige Hoffnung, was ich jetzt noch habe, ist... Mach's nicht immer die Tür zu. Wo sind wir hier? Oh, da bin ich irgendwie falsch. Entschuldigung. Hier will ich nicht rein.
Meine einzige Hoffnung, die ich jetzt noch habe... Oh, eine Wache, hallo. Ich würde einfach mal testen, ob wir jetzt gefangen genommen werden, wenn wir mit der Wache reden. Also meine einzige Hoffnung, die ich jetzt noch habe, ist, dass ich halt über die Dächer da irgendwie reinhüpfe. Da gibt mir das Spiel keinen Tipps. Aber wenn es darum geht... Schau, vorher, da ging es darum, finde ein zweistöckiges Haus. Es zeigt mir das zweistöckige Haus. Aber wenn es jetzt darum geht, irgendwo einzubrechen, da kriege ich nicht mal einen ansatzweisen Tipp. Finde ich awesome. Richtig awesome, Mann. Kann ja nicht drüber, das ist ja viel zu hoch. Das finde ich jetzt gar nicht cool, Mann. Und die ganzen Typen, die hier sind, die reden ja auch nicht sinnvoll. Das ist halt das Problem. Das ist irgendwie wieder Haus, wo wir einfach einbrechen. So. Irgendwie muss er Haus geben, glaube ich. Also, es wäre jetzt meine Vermutung. Ihr seht schon, dass wir da irgendwie hochhüpfen können. Nein, oh. Versuchen wir es mal über die Kirche. Also auf ganz blöd. Nee, da gibt es auch noch. Am Pfarrer. Leute, ich muss echt sagen, ich weiß nicht, was man machen soll. Tut mir sehr leid, dass wir so sinnlos rumlaufen. Ich meine, es ist schon ganz schön, die Welt hier zu erkunden ein bisschen. Aber ich würde trotzdem lieber mehr als 2 Meter weggehen. Aber ich bekomme weder irgendeinen Hinweis, außer dass mir gesagt wird, du musst in die Oberstadt gehen. Und da ich keinen Rocket Jump habe, oder habe ich den drauf? Und ihr seht, es gibt immer so Ansätze, dass man da echt hüpfen könnte. Aber erstens mal, er springt zu dumm. Und die zweite Tatsache ist, dass selbst wenn, ich müsste ja wirklich gigantisch hoch. Also ich müsste ja wirklich auf den Kirchturm, ansonsten würde ich es ja dann niemals rüber schaffen. Ihr seht mal, das Hüpfen, das ist richtig irgendwie fast zum konsensitiv. Weil ihr seht, man muss da so präzise hüpfen, Mann. Sonst lutscht einfach ab, Mann. Das ist nicht so geil. Ja, ihr seht, das ist echt das Schwachsinn. Nee, das hätten sie schöner malen können. Also das ist nicht richtig scheiße. Das mit dem Hüpfen, das gefällt mir gar nicht. Ja, was haben wir denn? Ja, ich weiß, wo Dietrichs Laden ist. Das hilft mir nur leider nicht allzu viel. So, da haben wir Sidequest, Kartenmenü, Gebiete in der Nähe. Missionen in der Nähe, ja, super. Vielleicht muss ich echt für den Typen da Bücher finden, aber das glaube ich mag das auch nicht, weil die Quest hatte ich auch schon davor. Warte mal, dass wir so einen Wagen nehmen, auch nicht. Hier ist wieder so ein Problem. Die ist auf einem Dach. Nummer 1, ich weiß nicht auf welchem Dach. Und Nummer 2, das größere Problem ist, dass wenn ich das Dach wüsste, ich wüsste wieder nicht, wie ich hochkomme. Irgendwie taugt mir das nicht mit dem Hüpfen und mit dem Springen. Doppeljump. Und ihr seht ja, das ist richtig klobig, wie der springt. Na, das hätte man schöner machen können. Leute, ich denke, wir beenden jetzt an dieser Stelle den Part. Ich werde jetzt hier ein bisschen offscreen rumzoomen, weil ihr seht, das bringt ja nicht viel. Und dann hoffentlich beim nächsten Mal finde ich dann den Weg, wie es weitergeht. Bis zum nächsten Mal dann, haut rein und auf Wiedersehen. Ciao.